Hallo, die besten Aldi-Online-Shop-Angebote ab Donnerstag, dem 9.06.2022. Ich weiß nicht, ob du schon weißt, aber Aldi hat ja auch einen Online-Shop. Da sind Aldi Nord und Aldi Süd eigentlich zusammengelegt, soweit ich weiß. Und da gibt es dann auch regelmäßig neue Angebote. Aber die sind auch nur online, solange der Vorrat reicht. Also du kannst die Sachen nicht im Geschäft kaufen. Aber online kannst du das dann kaufen und ich werde dann die Links zu den Angeboten werde ich dann in der Videobeschreibung einfügen oder auch in den Top-Kommentaren. Dann kannst du dann selber nochmal nachschauen nach den Produkten. Aber ich muss dich warnen, ich habe hier mal die ganzen Produkte schon mal durchgeschaut und einige Produkte, wenn man draufklickt, da kommt man dann halt auf Fehlerseiten oder so. Also da scheint nicht mehr alles verfügbar zu sein, obwohl wir eigentlich 2 Tage vorher dran sind. Aber trotzdem, ich hoffe, irgendwie das Video hilft dir, um zu wissen, was vielleicht für dich interessant ist, welche interessanten Angebote es so gibt. Also, und normalerweise würde ich hier irgendwie die Produktseiten öffnen, aber ich mache das hier einfach auf dieser Überblickseite, dann geht das alles schneller und wenn dich etwas interessiert, dann wirst du ja wahrscheinlich dann sowieso irgendwie dann die Details genau wissen wollen und wenn du das kaufen möchtest, dann musst du ja sowieso auf die Website. Und wie gesagt, die Links findest du unten in der Videobeschreibung. Also als allererstes nur online das Alu Tracking E-Bike mit 28 Zoll für 1.199 Euro statt 1.399. Also da spart man ein bisschen was, aber sieht auch vernünftig aus. Dann Fahrradkindersitz Guppy RS Plus. Sieht auch ganz nett aus für 74,99. Also damit kannst du dann dein Baby oder Kleinkind hoffentlich sicher transportieren. Dann ein Fahrradlastenanhänger mit Verdeck. Also hier gibt es dann halt Seiten und anscheinend eine Fahne, obwohl ich weiß nicht, ob die dann wirklich dazu gehört. Da gibt es auf jeden Fall einen Lastenanhänger für 111 Euro. Da sind 3 Sterne dran. Also wie gesagt, alle Angaben ohne Gewähr und nur solange der Vorrat reicht. Und die ganzen Sterne, die findest du dann ganz unten immer auf der Seite bei Aldi, was die ganzen Sterne bedeuten. Beziehungsweise 3 Sterne hat ja eine eigene Bedeutung. Also, naja, egal. Auf jeden Fall, dann gibt es Fahrradständer 2er-Set. Also da kannst du dann insgesamt 4 Fahrräder befestigen für 39,99. Und hier ein mobiler Mehrzweckkompressor, also besonders auch fürs Camping wahrscheinlich interessant, um Sachen aufzublasen. Das hat Adapter für Fahrradreifen, Autoreifen und alles Mögliche für 37,99. Ich habe diese Produkte hier für Camping habe ich in einem separaten Video mit allen Campingprodukten habe ich die mal besprochen. Falls dich das interessiert, schau einfach nach dem anderen Video. Dann gibt es hier ein 4-Personen-Kuppelzelt. Oh, das ist doch für 4 Personen geeignet. Wow. Also hier für 99,99 gibt es ein Top-Zelt. Dann gibt es hier eine Campingmatratze mit 90 x 200 cm für 69,99. Eine mobile Camping-Klimaanlage, die ist gesplittet. Also hier sieht man das Innenteil und außen gibt es dann auch ein Teil. Und da gibt es dann halt so Schläuche, die können dann halt durchs Fenster gelegt werden. Und dann hat man eine schöne Klimaanlage für den Campingwagen oder wenn man einen kleinen Bauwagen hat oder je nachdem, was man für ein Setup hat. Dann hier eine Kühl- und Gefrierbox, eine mobile Gefrierbox, die kann auf bis zu minus 18 Grad runterkühlen. Und das Ganze kostet 249 Euro. Dann haben wir hier eine Premium Campingkocher Brisbane Kochplatte, also eine Doppelkochplatte. Also da kannst du dann schön beim Campen oder halt auch zu Hause mit draußen kochen. Eventuell auch, wenn irgendwann mal Strom oder Gas ausgeht, wenn du dann noch eine Gasflasche hast, dann kannst du damit noch schön zu Hause kochen. Man weiß ja nie, was heutzutage so alles passiert. Für 64,99. Dann haben wir ein Grillmark Schneidebrett. Ah, okay. Von Enders. Also es sieht
ganz gut aus. Ich glaube, hier sogar mit so einer Auffangschale. Dann haben wir eine gusseiserne Pfanne für 24,99. Das klingt auch nicht schlecht. Dann haben wir eine Campingtoilette Supreme, also dein Thron für unterwegs, für 99,99. Falls du eine Campingtoilette brauchst. Inverter Stromerzeuger BT 2000 Liter, also von Einhell, hier für 399. Unverbindliche Preisempfehlung 599, also da sparst du quasi 200 Euro im Vergleich zur unverbindlichen Preisempfehlung. Dann ein Dutch Oven Barbecue Edition für 49,99. Das ist, glaube ich, auch meistens ja Gusseisen. Also da hast du dann einen schönen Dutch Oven, ist ja total in gerade auch. Und damit kannst du dann was Tolles kochen und zaubern. Dann haben wir hier einen Gasgrill Enders Urban inklusive Trolley, also für deine Terrasse oder deinen Balkon. Falls du da noch einen Gasgrill Grillwagen suchst, da gibt es hier diesen Enders für, nee, ja doch, Enders für 222,13. Dann haben wir einen Stahlofen Skyline für 129 Euro und Hängesessel mit Sonnendach. Ich glaube, den habe ich jetzt nicht mehr gesehen. Also wo ich drauf geklickt habe, war da nichts mehr. Hier Heidelbeeren, blaue Riesen für 24,99. Gibt es hier so einen Busch. Dann Waldrebe Clematis Dreier-Set für 39,99. Zebrakorn-Sprinkler. Das ist bestimmt spannend für ja, Leute mit Kindern halt. Oder für erwachsenen Kindern. Für 49,99, also knapp 50 Euro, hat man so ein aufblasbares Einhorn in sehr bunt und da noch einen Sprinkler bzw. so eine Gartendusche mit da dran. Also für Kinder bestimmt irgendwie was ganz Tolles. Dann E-Bike Fold Fat, also ein Fatbike, also das heißt, die Räder sind extrem dick, aber da es ja ein E-Bike ist, ja, fährt es sich dann doch irgendwie relativ einfach. Für 1599, unverbindliche Preisempfehlung 2199, also da spart man fast oder 27% steht hier. Genießer Citybike 28 Zoll für 319 Euro. Was ganz ohne Akku, ohne Antrieb, das gibt es ja fast nicht irgendwie. Aber wenn du fett werden willst, dann ist das genau das Richtige. Besonders ja, Citybike für die Stadt halt. Ist das vielleicht ganz praktisch für dich, wenn du dann ohne diese ganzen E-Bike-Sachen auskommen kannst. Also ich finde das irgendwie mit am interessantesten. Also ich bin da ein bisschen skeptisch bei den E-Bikes, aber ich weiß irgendwie viele Leute, die für die ist das auch super praktisch. Also Grillbar Orlando, ja, hier hast du dann so eine ja, quasi Grillstation für deine Terrasse oder deinen Garten aus, ja, das sieht aus wie Stein, ups, für 179 Euro nur. Minus 38%. Ne? Klingt nicht schlecht. Also sieht ganz schön aus. Aber dann halt mit Grillkohle und so. Aber Grillkohle ist, glaube ich, noch irgendwie mit am besten. Hier Mini Kamado Grill. Ich glaube, das ist Keramik oder so. Aber da, das konnte ich, glaube ich, auch nicht öffnen. Für 129 Euro. Dann hier ein Shishirin Tischgrill, habe ich das richtig ausgesprochen? Vielleicht kannst du einen Kommentar hinterlassen. Das ist ein Tischgrill, also ähnlich wie Fondue, also da macht man dann das ganze Ding heiß, mit, da kommt auch Kohle rein. Und wenn das heiß ist, dann kann man das dann auf den Tisch stellen und dann kann man halt wie beim Fondue mit Freunden zusammen, kann jeder irgendwie halt so ein bisschen vor sich hin grillen, man kann sich unterhalten beim Grillen und ja, ist vielleicht ganz schön für so eine Gartenparty oder so. Für 139 Euro. Dann haben wir hier ein Plancha, eine Plancha-Grillplatte, zweiflammig. Also wie man sieht, das hat hier einen Rand und ich glaube, hier ist ein Loch für einen Fettabfluss und so. Und ja, da kann man dann schön grillen mit Gasflasche und das Ganze kostet 139 Euro.
Und dann haben wir als letztes haben wir hier ein Solarbewässerungssystem. Da klicke ich einfach mal drauf. Und ja, das ist, glaube ich, für einen Balkon oder für mehrere Töpfe geeignet. Also hier das Set, das sieht ja etwas minimal aus, aber also hier erstmal den Preis 49,99 und hier steht dann unten optimal bis zu 20 Pflanzen, selbstständige Bewässerung inklusive 3 wiederaufladbarer Batterien. Wiederaufladbar wäre das dann eigentlich ein Akku, nicht Batterie, oder? Aber naja, ja, bis zu 20 Topfpflanzen auf einem Balkon oder deiner Terrasse bewässern, Solarbewässerungsanlage für dich. Also ich schätze, oh, was gibt es denn hier noch? Gartentrampolin, ab wann gibt es die? Also bei Aldi im Online-Shop gibt es dann halt noch viele andere Sachen. Ja, und hier das Bewässerungssystem, ich glaube, da ist eine kleine Pumpe, schätze ich mal. Und dann ja, kann man damit Pflanzen bewässern. Ja. Ganz ohne Stromanschluss. Optimal. Also wenn du in Urlaub fährst und deine Balkonpflanzen bewässern möchtest, ist das vielleicht ein gutes Angebot. So, das war es jetzt von den ganzen Online-Shop-Angeboten ab Donnerstag, dem 9.6. Ups, ja genau, hier waren die Online-Angebote. Also klingt ganz gut. Also da musst du nicht in den Aldi-Markt fahren und die Leute da belästigen und fragen, ja, wann gibt es denn hier dieses E-Bike? Das gibt es halt nur im Online-Shop. Wie gesagt, unten in der Videobeschreibung findest du dann den Link zu diesen Angeboten. Und wenn du das Video gut fandest, lass doch ein Mag ich da oder einen Kommentar. Du kannst auch gerne das Video teilen mit Freunden und Bekannten oder den Kanal abonnieren, wenn du weiter über Angebote informiert werden möchtest per Video und nicht über, ja, ich weiß nicht, diese Papierwerbung von Aldi.